Während der letzten Jahre beobachten wir, dass die Bildungspolitik der OECD immer wichtiger für die nationalen Staaten wird. Also PISA ist ein Beispiel, aber es gibt andere Beispiele dafür. Der Einfluss ist sehr groß auf die nationale Politik. Und für Lehrerorganisationen, für Bildungsorganisationen ist es wichtig, sich mit anderen Gewerkschaften auszutauschen, um gemeinsame Positionen zu entwickeln.